Hi ho, liebe Freunde. Willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, natürlich. Sieht man ja. Und ich habe gerade gesehen, wir könnten hier eigentlich schon das Rezept abgeben. Das haben wir ja auch schon. So langsam macht man uns doch. Da ein paar Aufträge machen. Da. Ja. Am Anfang blicke ich da noch nicht so durch. Nachher, da finde ich, nachher werden die Nebenaufträge weniger. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung wieder? Egal. Also gehen wir gleich mal zu Dexter. Einerseits die Quest abgeben, andererseits kann man dann die krummen Schwerter verkaufen. Und Geld machen. Money, money, money. Na, da ist jemand müde. Dexter schon auf. Noch in seiner Hütte, aber man kann nochmal... Nein. Sektenlager haben wir doch schon alles. Da. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Klar, dass du gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Und das wäre... Habe ich das was erhalten? Zeig mir deine Ware. Was verpasst? Ich habe hier nur den besten Stoff. Ah, stand vielleicht ganz am Anfang. Steht ja in der Regel eigentlich am Anfang. So. Karte, nö. 20 Erzfrucken haben wir echt? Wo haben wir die auf einmal her? Paar grobe Schwerter verkaufen. Die kann man eh nicht gebrauchen. 20 Stärke haben wir außerdem noch nicht. So. Ja. Oh, so viel brauche ich ja gar nicht reinmachen. Der hat ja gar nicht so viel Erz. Der hat nur 200. Und schon haben wir den sein ganzes Erz abgenommen. Oh. Die Trisch. Ja, kann man auch gebrauchen. Boah, teuer. Die Trisch ist echt teuer. 300. Mann, Mann, Mann. Hat er schon ein paar Heiltränke? Hat er die letzte Mal schon gehabt? Ich weiß gar nicht. Egal. So. Annehmen. Danke für dein Geld. Leider ist der Fisk noch in seiner Hütte. Und die Tür mache ich besser nicht auf. Hab ja schon erzählt, was dann passiert. Aber wir könnten doch bestimmt jetzt trainieren. Jetzt laufen wir schon wieder zurück. Aber... Das ist halt blöd. Brauchte Geld, Mann. Was? Echt nicht. Das ist aber schade. Ach, verdammt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Mann, Mann, Mann. Immer meine Versprecher. Noch gerade schnell. Dann die Zeit stellen. Aber wenn ich überziehe, ist ja egal. Ich meine, das kommt euch jetzt zugute. Dann müsst ihr nicht so lange warten auf einen neuen Bart. Oder... Oh, doch. Genau so lang. Mann, was ich immer quatsche. Wetten? Nee. Wetten ist nicht gut. Trainierst du auch Kämpfer? Schon. Aber nicht aber so Spaß. Spaß. Wenn ich dann ernähren soll, musst du bitte da... So. Einhänder, bitte schön. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Wissen wir. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Finde ich gern. Finde das richtig schön erklärt. So, manch an anderen Spielen, dann lernt man was. Ja, das hat man gelernt. Aber hier wird dann richtig... Schön gesagt, schön schwingen lassen und so.
richtig, als würde man halt trainieren. Das sind so die kleinen Dinge, die wir gefahren. So, jetzt zack. Ja, das ist schon besser. Typisch hätte ich gar nicht, was ich hier... Njum, njum, njum. Zack. Ui, ui, jetzt schlagt er schon schneller zu. Tja, wir haben aber auch schon gleich wirklich falsch angefangen und haben wirklich die Einheitwaffe in zwei Händen genommen. Wenn ihr euch erinnert. Tja. Sollen wir schon zum Dusty gehen? Dusty, Dusty, Dusty. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Schon der Gattist. Das haben wir ja auch noch. Haben wir den Auftrag von Taurus angenommen? Ach nee. Mann. Tja. Es kommt davon, wenn man so parallel dann nochmal so ein bisschen vorzockt. Dann blickt man nicht mehr durch, was man schon gemacht hat und was nicht. Ja, genau. Eine bessere Rüstung hätte ich gerne. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Aber so viel Geld habe ich noch gar nicht. Ja, 500 Erz, genau. Haben wir noch gar nicht. Zeig mir deine Ware. Wir haben erst 212. Da verkaufen wir noch ein paar Schwerter. Zack, 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 zack. Wie viel Erz hat der? Oh, 600, das lohnt doch. Ja, die letzten 20, obwohl. Mal sehen mit dem Dietrich. Die kann man ja mal gebrauchen. Ah, so viel Dietrich wollte ich jetzt nicht. 650, genau. Obwohl. Der hat ja auch noch ein schickes Butlerschucht. Das kann man nämlich gleich anziehen schon. Man hat ja von Anfang an 10 Stärke. Und das ist genauso gut wie die Gruppenschwerter. Nur, dass man gar keine 20 Stärke braucht. Das ist schon mal sehr gut. Das ist eigentlich mit, als Butler, also jetzt als Schwacher, ziemlich das beste Schwert, das man kriegen kann. Moment. Der letzte Scheiß. Der letzte Scheiß. Ah, langsam neigt sich dem Ende hier. Oh. Aber... Wir haben ja auch weiß ich wie viel jetzt Erz eingeheimst. Zack. So gefällt mir das doch. Annehmen. So schnell. Oh. Warte. Jetzt habe ich die Rüstung fast vergessen. Mann. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Tja, zu viel im Kopf. Butlerhose. Gib mir die Butlerhose. Eine gute Wahl. Ich weiß. Aber immerhin, jetzt haben wir eine bessere Waffe, schon mal was gelernt. Ja, dass man nicht mehr ganz so aufgeschmissen. Oh, das fängt doch schon wieder an zu blinken. Das darf doch nicht wahr sein. Butlerzucht. Die Hosen sehen nicht viel anders aus. Zumindest Oberteil ist gleich geblieben. Ja, sieht dicker aus. Aber bringt ja auch nicht viel. 15 Vorwaffen, 5 Vorheuer. Oh, wir haben hier noch mal 10 Lernpunkte. Nice. Dann ich würde sagen, gehen wir zum Diego. Lernt da Stärke. Ich meine, der hat auch Stärke uns beigebracht. Der kann uns Stärke beibringen, besser gesagt. Stärke macht ja dann auch mehr Schaden. Schleichen lernen wir danach erst. Erstmal gucken, dass wir stärker werden. Das ist das Wichtigste. Ne, schleichen, ich meine Truhe öffnen. Schleichen mache ich nicht gleich am Anfang. Was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft. Kampfkraft, das will ich. Geschicklichkeit ist eher für den Bogen. Und ne. Ich war schon immer der Nahkämpfer. Genauso Magier ist auch nicht so mein Ding. Also das kann ich schon mal sagen, dass ich
wirklich eher Nahkampf mit schönem Schwert. Und die Schwerter finde ich ewig geiler, als nur so eine Rune zu haben und dann, ja, Feuerbälle kann auch geiler sein, so zu verschießen, aber ist nicht so mein Fall. Immerhin kostet hier das kein Geld. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm wieder. Komm bald es wieder. Gibt viel zu lernen. Es gibt viel zu lernen. Ich weiß. Ah, nein, das wollte ich noch fragen, dass ich niemanden vergessen habe. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, oh, wie Kirgum, du gegen Kirgo anscheinest. Das ist eine Nuss schon. Und er war sehr gespannt, ob du Karin herausfordern wirst. Impossible fast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Herz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Ach stimmt, Neck. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von das ihm wir auch noch machen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Ja, da sind noch ein paar Sachen. Mach's gut. Oh nein. Du immer noch hier. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Corinis? Ich dachte, warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich ist, egal. Weiß ich gar nicht. Heißt die Insel, soweit ich weiß, kriegt man das hier eigentlich schon erwartet im ersten Teil? Auf jeden Fall weiß man ja, dass das hier auf einer Insel ist. Was hat... Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Weg, ach, dass du verschwindest. Hä? Ich schlag Mut und sehr spricht mir an. WTF, was geht hier ab? Wie gesagt, ich war ja dabei. Corinis, hier das ist ja alles auf einer Insel und die Insel Corinis ist auch außerhalb der Barriere auf der Insel. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die Insel selbst auch Corinis heißt. Aber die werden wir noch kennenlernen. Aber nicht in diesem Teil. Ja, das weiß man aber. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ei, ei. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Nicht? Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Hm? Was? Warum steht er unter dem Schutz der Magier? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Die Boten. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ja. Mund zugeschraubt. Von mir erfahrt niemand was. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen. Das wird schmerzhaft. Ah, wissen wir doch eigentlich, wo der ist. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Ja, das ist aber schon dreist genug, was er da macht. Der hat echt Nerven. Disco? Blinkende Schwerter? Und sonstige Gegenstände, das ist sehr toll. Umbringen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache.
Ja. Das... Ich kümmere mich darum. Und ich weiß auch, wie. Das mache ich jetzt aber definitiv noch nicht. Dauernd gucke ich hier. Was schon da gerade ist, das kann man gleich auch machen mit dem Dusty. Da ist nämlich ein schöner Trick. Da, wow, der läuft einfach weiter mal. Okay, wenn man im Laufen drückt, da läuft er einfach mal weiter. So, 20 Stärke, das ist doch sehr schön, ein bisschen. Ja, jetzt haben wir schon mal was geschafft. Da mal zum Dusty flott gegangen. Dum, 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 dum. Oh. Die Musik ist jetzt zwar nicht das Schönste, aber ich finde, das trägt unglaublich viel zur Atmosphäre bei. Es passt einfach. Dusty, komm mit. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Nett. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ja. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wache. Haben wir die noch? Jetzt beim Verkaufen? Was ist jetzt los? Hilfe! Ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Warum? Naja. Mach ich hier mal einen Cut zumindest. Und wir sehen uns dann nachher wieder. Tschüssi.